kann den Hauptbahnhof bauen. Ich will wissen, was das bringt. Ja, der macht halt wirklich einfach Strom, oder was? Oder wie? Ich habe jetzt hier auf jeden Fall mehr... Warte mal. Der macht einfach Strom. What the... Und der macht irgendwie alle 2 Sekunden... Was macht der da alle 2 Sekunden? Touristen? Reisende. 20 von 1000. Wie? Hä? Was tut er da? Ich kann da auf jeden Fall Schienen durchbauen. Fehlende Eisenbahnschienen zum Ölhafen. Ach so. Das wird nicht gerade leicht. Aha. Dann kann ich darüber, das ist wie so ein Kraftwerk, auch... Ah, okay. Ich verstehe. Ich könnte quasi hierüber Schienen, also hier mit Schienen arbeiten. Dann könnte der Ölhafenzug da reinfahren. Könnte auch da Öl ablagern, aber er braucht trotzdem Öl zum Strom erzeugen. Okay. Ja. Das wäre natürlich cool, wenn es da dran stehen würde, dass der halt Öl braucht wahrscheinlich. Also ich glaube nicht, dass er jetzt einfach Strom macht. Kann man eben gucken. Warte mal, wir testen das. Wir können ja das hier mal eben wegnehmen. Doch, macht der. Das Ding hat trotzdem weiterhin Strom jetzt. Genauso wie das. Willkommen und in der das auch noch. Aber guck mal, der hat hier hinten auch noch Range. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Aber da sind gar keine Strommasten hier hinten. Wie kann der Hauptbahnhof einfach so Strom erzeugen? Okay. Ich würde sagen, dann können wir leider das coole Windrad wieder einreißen. Neue, bessere Mod als das Windrad. Der Hauptbahnhof, Leute. Was ich nur noch nicht so ganz verstehe, ist, der hat im gewissen Radius Strom, hat aber in einem viel größeren Radius sich hier grüne Wege. Ist das wahrscheinlich irgendwie diese Reisende oder so, ne? Irgendwie die... Da kommen... Geben die mir jetzt mehr Geld oder was sind das? Ne, Reisende, sind Reisende Touristen? Oder sind Reisende hier, die hier... Besucherhafen, die hier ankommen? Besucher? Ne, Besucher und Reisende? Reisende sind doch eigentlich die Touristen, oder nicht? Da, +1, +1. Komm an, obwohl ich keine Schienen habe. Crazy. Wie das schaffen, weiß auch keiner. Ich will jetzt aber wissen, ist doch scheißegal, ob das bringt oder nicht. Ich will jetzt wissen, was das bringt, wenn, oder ob das sinnvoll ist, besser gesagt. Wenn ich da jetzt einfach... Wenn jetzt hier das Markthaus war, egal. Wenn ich hier Schienen reinbaue, ich will jetzt wissen, was das bewirkt. Einfach zum Gucken. Okay, und jetzt würde ich gerne Schienen. Ja, ich komme hier, glaube ich, nicht so cool dran vorbei, oder? Ach, lock. So, wie komme ich jetzt darüber? Give me a minute.
Ja, wir haben das. Lo. Das wäre auch sehr lustig, wenn ich nicht so viel Stahl dafür für die Brücke verschwenden würde. Machen wir lieber so. Weil dann können wir hier noch weitergehen und dann können wir so machen. Würde ich gerne hier rüber. Geht das? Es geht. Ach, rein ins Varieté mit dem Zug. Okay. Wir haben unser Zug erfolgreich mit den Schienensystemen hier verbunden. Was macht er jetzt? Der produziert ja sowieso Strom. Das ist ja viel smarter. Schienen besetzt oder warten. Bauen Sie zusätzlich parallele Schienen. Habe ich doch. Hier ist alles parallel. Parallel versetzt, zentriert dahinter. Warte mal. Irgendwie sieht das auch schon wieder scheiße aus. Ne? Ja, so ist ein bisschen besser. So, jetzt würde ich gerne haben. Ich kann die Post nicht wirklich besetzen. Ja. Ich würde gerne hier nochmal lang bauen. Ich sehe immer so 50 Züge gleichzeitig fahren, ne? Ja, da geht schon wieder nicht. Ich muss also hier hin. Warum fahren da so viele Züge immer hintereinander? Also jetzt haben die aber Jahrhunderte von Wegen, ne? Jetzt können sie nicht mehr beschweren, dass sie keine Wege mehr hätten. Das sieht geil aus. So, wo ich jetzt aber hier nochmal eine Straße bauen wollen würde, gerne so. Jetzt noch Zugang zur Straße? Da, ja, okay. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt hier bringt. Sieht cool aus. Wir haben auch schon wieder gut Geld, weil wir gut im Plus sind aktuell. Seife würde ich gerne mal nicht weiter verkaufen. So, gucken wir uns die Produktivitäten alle mal an, weil das haben wir auch lange nicht gemacht. Vielleicht hat sich da irgendwas getan. Irgendwas zum Negativen. Das ist klar, dass wir dabei rum nichts produzieren. Pelzmittel reicht noch. Hochräder reichen easy. Hochräder kann ich für die Arbeiter freigeben. Kaffee und Taschenuhren brauchen wir. Das produzieren wir aktuell durch das Fest. Das beides passt auch. Wir können Hochräder für die Arbeiter wollen als Lebensqualität Hochräder haben. Jo. Abfahrt, Leute. Versteckt die Flaschen. Hat ja
Herr Schuster hier ernsthaft kein Strom, obwohl der Strom bis da geht, ist ja lustig. Aber das ist ja voll crazy, wenn du mit dem Hauptbahnhof halt irgendwie. Der Hafen wird angegriffen. Was? Wenn du mit dem Hauptbahnhof halt einfach Strom erzeugst, dann kannst du dir die ganze Scheiße sparen mit. Ich baue mir eine Raffinerie und Öl. Oder kann man vielleicht nur einen Hauptbahnhof pro Insel? Nee, der sieht jetzt ja. Warum sieht der anders aus? Warum sah der gerade anders aus? What? Der sieht ja viel cooler aus. Warte mal, was war jetzt nochmal die Shift? Die Kombination Shift und. Warte mal. Shift und Faust. Das sieht ja viel geiler aus. Nur da passt jetzt die Schienen nicht mehr. Das sieht ja voll Mist aus. Nein! Sieht ja viel geiler aus. Holy shit. Scheiße, der andere. Der sieht ein bisschen aus wie der Bremer Hauptbahnhof. Falls ihr den kennt, sonst googelt. So, der Hauptbahnhof hier in meiner City sieht genauso aus. Also ein bisschen. Dass der einfach Strom macht, ist ja insane. Das ist ja richtig krass. Und der kleine Bahnhof. Den kannst du nicht auf den Schienen bauen, ne? Den kannst du nicht einfach so. Oh, doch. Warte mal. Habe ich irgendwo Platz an den Schienen? Nee, ich habe alles so eng gebaut. Scheiße. Ich glaube, das würde gehen, dass man den auf den Schienen baut, aber es geht gerade nicht, weil. Warte, wir testen das. Schieben den einfach dahin. Geht nicht, ne? Nee, kannst du nicht auf den Schienen bauen direkt. Das wäre ja smart, ne? Aber der macht dann doch auch Strom, oder was? Ja. Okay, ist halt aber heftig, ey. Das ist wirklich cool, Alter. So musst du halt nicht die ganze Zeit mit Öl und Öltankern arbeiten, sondern kannst einfach einen Bahnhof stellen und bist einfach fertig. Und sieht noch cool aus, ja, also. Das hat auch einen krassen Effekt, glaube ich. Einfach. Hier, der macht aber irgendwas mit dem Öl hier, guck mal. Der nimmt die Reisenden irgendwie, der holt die Reisenden ab. Jetzt fahren die 44 Reisenden illegal auf einem Öltanker mit. Hallo? Können die nicht wenigstens den Zug dann zu einem Personenverkehrszug umbauen? Was ist denn hier? Wie sieht das denn aus? Hat ein Geschenk für sie. Oh ja, die gibt mir immer einen Tiger. Man kann an allem Spaß finden. Bei dir weiß man einfach, dass du das Richtige tust. Ja, die schenkt einem im Verlauf des Spiels ungefähr 100 Tiger, je nachdem. Was? Warum kriege ich keine Meldung? What? Wieso habe ich keine Meldung bekommen? Dass hier alles in Flammen steht, Leute. Das merkt ihr selber, ne? Mein Stroh. Oh. So. Ich bin durchaus zufrieden. Danke sehr. Wie kriegen wir jetzt effektiv Taschenuhren hin? Kaffee ist auf dem Weg. Und Elektrizität und Glühbirnen wollen sie noch nicht, aber wenn man das machen kann, ist das auch super easy gemacht. Das ist der Vorteil. So. Taschenuhren. Das Doofe ist, dass man sie machen muss, weil sonst beschweren die sich irgendwann und sagen, wir haben gar keine Taschen. So, jetzt gucken wir mal eben die Messingproduktion an. Geht genau auf. Nice. So wollen wir das haben. Okay, wir produzieren Dampfmaschinen. Wichtig für Dampfschiffe. Jetzt aktuell nicht mehr so wichtig für Öltanker. Ist eigentlich ganz nice. Weil wenn man überlegt, ne, ich müsste ein neues Kraftwerk bauen, um meine Leute in der Stadt mit Strom zu versorgen. Oder je größer meine Insel ist, umso mehr Kraftwerke brauche ich. Für dieses Kraftwerk alleine kostet mich 400 Unterhalt. Der Bahnhof kostet mich 300 Unterhalt. Schon mal ein Win.
Zu dem Kraftwerk kommt aber noch dazu, dass ich auf einer anderen Insel im Zweifel eine Raffinerie bauen muss, Öltanker beschäftigen muss, die mich Unterhalt kosten und so weiter und so fort. Das heißt, der Bahnhof spart mir so viel Geld, dass er schon wieder krank ist. So. Wir haben jetzt, der hat jetzt immer Steine angeliefert hier. Jetzt haben wir ja auch ein paar mehr Steine. Steinchens. Ballerwaren ausmachen. Ja, ich habe ziemlich, also noch einiges an Überproduktion am Post. Ja, das ist ja nicht schlimm. Dieser köstliche Nektar. Das heißt, jetzt ist es ja scheißegal, wo ich meine Häuser aufsteigen lasse, weil durch den Bahnhof kriegen die ja auch überall dann Strom. Oder ich baue halt einen neuen Bahnhof hin. Ist ja egal. Crazy. Es ist cool. Ne, das ist ein Schuster, den kann ich gar nicht aufsteigen lassen. Ich denn noch so viel Arbeitskraft her? Oh nein, Erntedankfest. Ich fühle mich geehrt. Das ist blöd. Die machen nämlich die Produktivität von Feldern und all so ein Scheiß, glaube ich, runter, oder? Produktivität plus 100. Ah, nee, doch nicht. Wo habe ich dann so viel Arbeitskraft her? Ach ja. Die Fahne der Freiheit. Ja, ja, ich weiß woher. Weil ich die, weil ich Hochräder habe freigegeben, für die Arbeiter als Lebensqualität. Und das fanden die ziemlich geil scheinbar und sind alle in Scharen in meine City gekommen. So, was haben wir hier? Gebäude wurden zum Raub der Flammen. So, haben wir wieder hergerichtet hier, die Gebäude. Das heißt, hier machen wir Kaffee. Wir sind erstmal in der neuen Welt so weit, wie wir kommen wollten. Können uns erstmal hier weiter drauf konzentrieren. Wir brauchen ja noch, also wir brauchen Kaffee. Kommt. So, den Rest brauchen wir hier erstmal nicht aus der neuen Welt, außer natürlich Gold. Gold ist aber super pain. Super nervig, leider.